Guten Tag bei einem weiteren Blick ins Labor und einem Kalibriertest mit dem Rigol DM3068. Ich habe einen hochpräzisen 10 Volt Standard. Ich werde die Spezifikation dieses Standards unten am Video einblenden. Der ist NIST, also von National Institute of Standards ist der kalibriert und zertifiziert, also das sind ganz genau 10 Volt. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass das Rigol ebenfalls 10 Volt abgibt oder anzeigt, und zwar auf die letzte Kommastelle genau. Das ist hervorragend. Und was auch jetzt aufgezeichnet wird, ist der Drift. Ich habe den bereits über eine halbe Stunde, eine Stunde gemessen, also Drift ist eigentlich keiner feststellbar. Das Gerät ist sicher über eine Stunde jetzt im Betrieb, also von Aufwärmzeit oder irgendwie Anpasszeit kann nicht mehr gesprochen werden. Das Gerät zeigt das ganz genau 10 Volt an, also das, was es eben soll. Das Gerät, das der Standard, kann ich Ihnen hier rasch zeigen. Das ist so ein kleines Böckchen. Ich habe den Ausgang mit Koaxialkabel verbunden, damit da nicht irgendwelche Einstreuungen entstehen können. Wie gesagt, die Spezifikationen und der Link zu diesem Standard werde ich Ihnen im Video einblenden. Gespiesen wird das Ganze mit irgendwie 14 bis 15 Volt. Ist nicht so kritisch. Und kann durchaus auch ein bisschen variabel sein. Das wird, der Eingang wird entsprechend kontrolliert und stabilisiert. Hier das Böckchen, das die 10 Volt Referenz noch ein bisschen aus der Nähe betrachtet. Eingang hier, irgendwie 14 Volt ist die Zertifikation, aber das ist relativ tolerant, also 12 bis 15 Volt kann da durchaus als Eingangsspannung angelegt werden, nicht sehr heikel, wird, bevor es da irgendwie stabilisiert wird, wird gefiltert und stabilisiert, auch schon am Eingang. Hier Ausgang, beides mit hochwertigen Bananenbuchsen, die ich dann über einen Adapter mit BNC verbinde. Dann das Zertifikat, man kann das hier sehen, die 3000-fach oder 3000-mal gemessen, gibt das irgendwie 10,000 irgendwie, Vertrauensprozent sind 99%, also hervorragend, die höchst gemessene Spannung 10,0 irgendwie 1,6 und die tiefste 9,996. Also dieser Standard ist durchaus zu gebrauchen, um Geräte, auch hochwertige Geräte, zu kalibrieren. Das wurde auch hier, also der Maximum Fehler zwischen 16 und 26 Grad, 20 Mikrovolt, also das sind irrsinnige Werte. Ein hervorragender Standard, den Link zu diesem Gerät werde ich Ihnen unten einblenden, sodass man das ebenfalls eventuell auf eBay bestellen könnte, wenn Sie möchten. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.